Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,33,3. Sauber und rechtzeitig für T14. Es folgt ein langer Abschnitt entlang der Boxengeraden, also brauchst du eine gute Ausfahrt. Du kannst mit ordentlich Tempo hineinfahren, also geh früh von den Bremsen und lenk etwas früher ein als normal. Nach dem Scheitelpunkt sollte das Auto untersteuern. Die Ausfahrt ist so breit, dass du problemlos auf den Seitenstreifen ausweichen kannst. Setup für dich.
erste Runde bei 1 Minute 33,3. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Bottas, Hamilton und Kimi Räikkönen. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder.
Die Fahrer und ihre Wagen stehen bereit und sie sind hoffentlich gespannt auf das Qualifying, das hier in Bahrain gleich losgehen wird. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Was die Fahrer hier brauchen, ist Spitzengeschwindigkeiten. Angenommen, das Fahrzeug kommt relativ gut durch den Rest der Runde, dann kann man wahrscheinlich auf der Geraden noch Zeit herausholen. Es wird schwer, irgendjemanden zu überholen, wenn man viel langsamer als alle anderen ist. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Hamilton, Bottas und Sebastian Vettel. Fürs Erste verabschiede ich mich.